Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Bosch-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 54,99 kostet der und ich habe den bei Amazon bestellt. Ich kann euch den Link auch mal in die Infobox setzen, der ist nämlich noch verfügbar. Und ich finde, als Werkzeug-Adventskalender sieht er irgendwie am schönsten aus bislang. Da habe ich ja schon ein paar ausgepackt. Das liegt aber daran, dass das Ganze hier so wirklich im Comic-Design ist und etwas niedlicher ist. Andere Werkzeug-Adventskalender sind ja tatsächlich etwas härter, etwas derber. Den finde ich tatsächlich sehr süß gestaltet. Ich bin gespannt, ob hier Produkte drin sind, die auch brauchbar sind und die vielleicht auch etwas besonders sind. Bosch ist auf jeden Fall eine bekannte Marke und ich glaube, damit macht man auch tatsächlich viele Männer glücklich. Und ja, deswegen schauen wir mal rein. Das Kläppchen Nummer 1 ist schon mal riesig. Da haben wir nämlich hier diesen, ja, dieses Täschchen, und das ist einfach praktisch. Hat mein Freund mir letztens auch gesagt, dass er einfach bei diesen Werkzeug-Adventskalendern den Mehrwert absolut darin sieht, dass du immer diese Sets hast und die du dann eben schnell greifbar hast, wenn du dann heimwerken möchtest oder so, ne? Also der steht tierisch drauf und der freut sich auch tatsächlich schon wieder drüber, diesen Adventskalender von mir zu bekommen. Gut, dass ich meine Nägel heute noch nicht lackiert habe, denn ich glaube, dieser Adventskalender wird mir etwas abverlangen. Hier habe ich eine Nuss drin und das ist in der Größe 13. Ist halt eine klassische Nuss, kann man auf jeden Fall immer ganz gut gebrauchen. Du hast halt oft bei Werkzeug-Adventskalendern solche Nüsse und die Frage ist halt immer, wie viel braucht man davon? Aber ich glaube, als Einstieger oder Einsteiger kann man sowas gut gebrauchen. Oh, mein innerer Monk wird gerade so glücklich gemacht, weil hier auch tatsächlich die Größen draufstehen. Oh ja. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und da haben wir zwei Bits drin, das sind Schlitzbits, einmal 0,5 und einmal 0,6, also 0,5 mal 4 und 0,6 mal 5, ja, von der Größe, also es sind halt Bits, ne? So schauen die aus, sind auf jeden Fall gut von der Haptik her, also kann ich mich wirklich nicht beschweren, ne? Bosch kennt man von der Qualität, die sind echt gut. Okay, bei den Bits ist keine Größe drauf vermerkt. Also hier im Täschchen, ne? Hier haben wir die Nummer 4. Das hier müsste die Aufnahme für die Nüsse sein, dass man die dann auch an den Halter macht, glaube ich. Hätte ich jetzt gedacht, ja, genau, so gehört das nämlich. Und das machst du dann an dein Tool, um dann die Nuss entsprechend manuell zu verwenden. Auch in der Nummer 5 versteckt sich eine Nuss in der Größe 8 mm. Ja, an Nikolaus gibt es natürlich was Besonderes und da haben wir die Ratsche, die du beidseitig natürlich verwenden kannst, ne, für Öffnen und Schließen. Das hilft dann ganz gut. Ansonsten, achso, die ist nicht zurückdrehbar. Doch. Achso, doch. Also die ist dann immer in eine Richtung drehbar, aber du kannst sie halt nicht so wie so eine Ratsche, manche Ratschen machen das nämlich, dass du dann wieder so ein bisschen auch zurückdrehen kannst. Das ist immer ganz angenehm, dass du den Winkel halt nicht verändern musst. Aber gut, die ist jetzt hier auch mit dabei. Am 7. Dezember erwartet uns eine kleine Nuss mit 6 mm. Schaut so aus. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und dort haben wir Kreuz, also Philips Kreuzbits drin. Einmal in Philips 2, was so ein Klassiker ist, und in der Größe Nummer 1. Auch in der Nummer 9 dürfen wir uns über eine Nuss freuen. Dieses Mal mit 10 mm. Genau. In der Nummer 10 darf es mit einer Aufnahme weitergehen. Und das ist einmal dieses Hexagon hier. Und ich weiß nicht, hat das eine Größe? Nö, ist einfach nur eine Aufnahme. Passt nicht ganz so gut hier in die Lasche dafür rein. Vielleicht daneben. Das ist ein bisschen enger. Ja, daneben geht es ganz gut. Die Nummer 11 hält wieder zwei Bits für uns bereit und das sind Pozi-Drives. Pozi-Drive und Philips unterscheiden sich dadurch, dass der Pozi-Drive einen I-Stern drin hat, sprich, du hast einfach dadurch mehr Grip, genau. Da habe ich einmal die Größe 2 und wahrscheinlich die Größe 1, genau. Die schauen so aus und ja, das sind einfach auch Klassiker, die man so braucht. Und ich werde manchmal auch gefragt, warum ich so weiß, was das alles ist und so. Ich habe mal tatsächlich für ein paar Jahre in dem Bereich gearbeitet, für Werkzeugverbindungselemente, und war da im Vertriebsinnendienst. Das heißt, so ein bisschen Grundwissen habe ich noch, ist aber auch schon ein paar Jährchen her. Halbzeit, die Nummer 12. Hier haben wir wieder eine Nuss drin und das ist eine 12 mm Nuss und die schaut so aus. Ja, wie gesagt, also die Nüsse sind halt so Klassiker, ne? Die kann man halt gebrauchen, ist jetzt aber nichts irgendwie super Aufregendes. Am 13. Dezember haben wir diesen universellen Schraubendreher quasi drin. Da kannst du hier die, den Adapter dran machen. Eigentlich, hallo, willst du nicht? Er will nicht. Wieso nicht? Ist das der falsche?
Ach Quatsch, der muss ja auch so rum rein. Genau. Hält magnetisch und hier kannst du dann auch die Nüsse dran machen. Ja, den brauchst du natürlich auch in diesem Set, ansonsten kannst du viele Produkte nicht verwenden, ne? Am 14. Dezember haben wir wieder eine Nuss, dieses Mal mit 5,5 Millimetern. Während der 15. Dezember einen Adapter bereithält, warum kann man das da oben drehen? Ich weiß es nicht. Und damit wird man doch sicherlich... was mache ich damit? Das kann ich für die Ratsche doch verwenden. Ja, der kommt in die Ratsche rein. Genau. Und da können wir dann Bits mit der Ratsche aufnehmen. Hä? Jetzt will er nicht mehr loslassen. Hilfe! Lass los! Puh! Wieso nicht? Lass los! Hält sehr gut magnetisch. Starker Magnet. Du musst hier hinten drauf drücken, Claudi. Oh mein Gott. Ja, der hält wirklich gut. Mhm. Oh. Ja, ich drehe das Video um 23.04 Uhr. Weißt du Bescheid. Es gibt am 16. Dezember wieder eine Nuss und die hat 5 mm im Durchmesser. Eine Woche vor Heiligabend, am 17. Dezember, bekommen wir Torx Bits, zwei Stück. Und einmal ist es der Torx 20er, das ist ein Klassiker, und der Torx 25. Das sind die beiden, also man kann die wirklich alle sehr, sehr gut gebrauchen. Und durch Torx-Schrauben hat man einfach mehr Grip, beziehungsweise ist es einfach ganz praktisch, die nackeln nicht so aus. Manchmal hat man das ja, wenn man Schrauben festzieht, dass die ja auch gerne so rund werden, ne? Weil dieses, der Kopf dann ja quasi ausgenackelt wird. Und bei Torx hast du halt einfach viel mehr Grip-Punkte für die Schraube oder auch für den Bit dann. Und dementsprechend ist Torx da einfach etwas besser. Und sollte man vielleicht auch dann drüber nachdenken, dass wenn man neue Schrauben halt einsetzt, dass man dann eher Torx als Kreuz oder Schlitz nimmt. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe den 18. Dezember in meinen Händen und es ist eine Nuss mit 7 mm. Und mein Freund und ich, wir ergänzen uns wirklich gut, ne? Ich baue solche Sets gerne zusammen und er pflückt sie gerne auseinander. Och, am 19. Dezember haben wir nur ein Bit. Das ist ein Hexagon in der Größe 4. Schaut auch so aus. Ja, genau. Und ich habe Aua an meinem Finger. Das tut schon weh tatsächlich. Also hier muss man ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten, um die Sachen rauszukriegen. Am 20. Dezember gibt es wieder eine Nuss und hier haben wir eine 9 mm Nuss. 21. Dezember, da haben wir was richtig Cooles drin. Und zwar ist es ein Messer. Das hat hier auch noch so eine Sicherheitsgeschichte. Ich weiß nicht wofür. Kriege ich dich dann hier besser raus? Keine Ahnung. Tolle Sicherheitsgeschichte. Ist mit Gürtelclip. Ah, oh. Du musst hier oben ziehen und du musst hier irgendwie drücken. Das ist ja crazy. Und das ist halt ein super hochwertiges Cuttermesser. Das mag ich ja richtig gerne leiden, ne? Klar, Ersatzklingen kann man sich dann auch holen. Die sind ja alle eigentlich universell. Da kann man hier drücken, dann kann man das so einrasten lassen. Hat einen Gürtelclip am Start. Großartig. Also für mich persönlich jetzt in diesem Adventskalender das aufregendste Produkt, weil ansonsten haben wir die anderen Sachen schon öfters auch mal woanders gesehen, ne? Am 22. Dezember gibt es wieder eine Nuss. 11 mm. Und am 23. Dezember, am Tag vor Heiligabend, unser fehlendes Hexagon-Bit. Produkt mit 5 mm. Und selbstverständlich, ohne Frage, gibt es am 24. Dezember den klassischen Flaschenöffner. Den haben ja viele Firmen drin, ne? Und ich glaube, da freuen sich viele auch drüber. Hier hast du halt auch genauso, wie das halt bei den Werkzeugen so ist, einen ganz guten Grip und einen guten Halt. Das kann man auf jeden Fall machen. Der passt jetzt natürlich nicht in das Werkzeugset. Der ist separat, aber ist schon eine schöne Sache, ne? Flaschenöffner. Wir haben jetzt hier ein schmuckes Werkzeugset, was ich tatsächlich auch gut finde. Das einzig Spezielle hierbei ist wirklich das Cuttermesser. Ansonsten ist es ein ganz reguläres Werkzeugset, wie wir das normalerweise sehr, sehr häufig in Adventskalendern finden. Da muss man einfach wissen, welche Marke mag man oder keine Ahnung, welche Konstellation gefällt einem gut. Das ist ein ganz klassisches Starter-Set. Definitiv eine schöne Sache. Und ich finde auch, mit dem Preis 54,99 kann man das definitiv machen, wenn man sich auch anguckt, was normalerweise solche Werkzeugsets von Firmen, die halt vernünftiges Werkzeug vertreiben, kosten, ist das tatsächlich auch das wert, ne? Also ein schöner Adventskalender meiner Meinung nach für den Mann, der alles irgendwie auch gefühlt schon hat, oder für den Papa, für den Opa, für wen auch immer.
Und ich finde auch, dass 54,99 dafür ein fairer Preis sind. Schreibt mir aber gerne mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das Set findet, wie ihr den Adventskalender findet. Und ja, also mir hat er gefallen. Ist halt sehr, sehr basic, aber trotzdem ein schöner Adventskalender, oder? Ihr Lieben, das wäre es ja schon gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.